Seid gegrüßt, Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Ghost of Tsushima. Hier ist euer Don. Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde. Wir gehen hier auf eine weitere Nebenmission zu. Und zwar handelt es sich hier um der letzte Kriegsmönch. Und zwar ist das eine Norio-Geschichte. Der sollte gleich hier um die Ecke sein. Fürst Sakai, Norio, wo sind die Mönche aus eurem Tempel? Okay, keine Antwort ist auch eine Antwort. Hochi und seine Anhänger kamen vom Zedern-Tempel, um die Heiler im Dorf auszubilden. Die Mongolen entführten sie. Sonst nahmen sie nichts. Hochi ging friedlich mit, da verschonten sie das Dorf. Abschlachten wer sich wehrt. Unterwerfung belohnen. Kotons Lieblingstaktik. Er hätte nicht mit ihnen mitgehen sollen. Er opferte sich selbst für das Dorf. Sie werden zurückkommen. Er hat das Ende nur hinausgezögert. Dann ist es gut, dass ihr und ich hier sind. Okay, der letzte Kriegsmönch. Lasst uns mal hier durchstarten. Wisst ihr, wo sie hin sind? Sie ritten an den Teefeldern vorbei. Suchen wir ihre Spuren. Sie dürfen den Mönchen nichts antun. Sie sind Heiler. Die Mongolen werden sie am Leben lassen. Diesen Invasoren traue ich ehrlich gesagt alles zu. Sehen, ob du schneller rennen kannst. Sie kamen hier, an den Teefeldern entlang. Sucht nach Spuren. Fürst Sakai, hier ist etwas. Sie sind in Richtung Sumpf. Kommt. Klingt, als würdet ihr und Hochi euch kennen. Hochi beschwerte sich immer, dass mein Bruder zu kampflustig sei. War euer Bruder gewalttätig? Nein. Aber schon immer furchtlos. Als ich noch klein war, schikanierten mich die Jungs in meinem Dorf. Das muss sicher schon lange her sein. Viele Mahlzeiten her. Einmal stopften sie mich in einen Hirsesack und wollten mich in einen Baum hängen. Enjo tat so, als wäre er ein Dämon, der in den Ästen sitzt. Sie taten mir nie wieder etwas. Mut zeigt sich in vielen Formen. Hochi glaubt, Kriegsmönche sind voller Wut und Hass. Aber wenn ich meine Naginata schwinge, opfere ich die wenigen, um die vielen zu retten. Und das tue ich ohne Hass. So, was haben wir denn da? Bleibt hier, Norio. Nicht, dass die Mönche zwischen die Fronten geraten.
Okay, das sind zwei hier oben, drei dort unten und einer steht alleine hier. Okay, jetzt sind es zwei. Das Problem ist, dass diese Helme anhaben. Das Problem ist immer das gleiche. Sie töten uns, wenn wir fliehen. Halt die Klappe. Es geht immer so wie eine Art ein Gummiband, der es zurückhält. Gegner sind in der Nähe. Sie töten uns, wenn wir fliehen. Ach, sei kein Weichei. Samurai, der wieder auferstanden ist? Ist Hochi bei euch? Hochi? Nein, aber einer von uns ist entkommen. Die Eindringlinge haben ihn verfolgt. Sie kommen sicher gleich wieder. Fürst Sakai, Mongolen auf der Straße. Norio, ihr lebt. Zurück, alle Mann. Bist du da?
Ist jemand verletzt? Uns geht es gut, mein Herr. Wo ist Hochi? Eine andere Gruppe hat ihn. Norio, sie kannten Hochis Namen. Und sie erwähnten den Zedern-Tempel. Fürst Sakai. Warum sollten Sie Hochi vom Rest trennen? Weil er der beste Heiler ist. Sie brauchen ihn vielleicht. Und er ist gern mal vorlaut. Ihr meint, er hat Sie verärgert? Ich kenne Hochi. Ja. Zieht keine voreiligen Schlüsse. Zunächst einmal müssen wir ihn finden. Ich werde herausfinden, wohin Sie ihn gebracht haben. Wir sehen uns dann in Akashima. Wir finden ihn, Norio. Okay, so das alles für der letzte Kriegsmönch.